Die Armbrust ist enorm kurz, führig, wird nicht schwer, kippt nicht nach vorne, lässt sich super halten. Moin zusammen, ich habe ein neues Produkt aus dem Online-Shop der Bogensportwelt, das jetzt endlich verfügbar ist. Ich habe lange drauf gewartet und mich sehr lange drauf gefreut, schon fast gar nicht mehr damit gerechnet. Die Armbrust, wie ihr gesehen habt, aus dem Hause Killer Instinct, die SWAT X1 bzw. X1. Ich hoffe, dass das für 1 Zoll auf 100 Meter steht an Streukreisen. Ist jetzt endlich bei mir eingetroffen, aua. Und ich bin gespannt, was im Karton alles drin ist. Wir werden das alles mal auspacken und ich erzähle ein bisschen was zu den technischen Daten. Also, die Armbrust selber. Ich nehme sie hier mal raus. Hoppa. Sieht so aus. Fällt erstmal auf, dass sie ein extrem schlankes Design hat. Und was sie hat, ist eine sogenannte Bullpop-Bauweise. Das bedeutet, dass der Lauf nach hinten in den Schaft verlegt ist. Dadurch kann die Bauweise der Armbrust extrem kurz bleiben. Hier sind wir bei einer Gesamtlänge von unter 25 Zoll, wie der Hersteller angibt. Natürlich liest es sich auf dem Papier gut. Er hat es nur geschafft, indem er die Puffer hier vorne rausrechnet. Also sie ist mit dem Puffer bei ungefähr 25 Zoll. Das sind, ich habe es mir aufgeschrieben, 63 cm Baulänge von hier bis hier vorne. Und dabei hat sie einen Powerstroke von 33,6 cm. Der Powerstroke ist der Bereich, auf dem der Bolzen beschleunigt wird. Das heißt, hier hinten, wo die Sehne eingehakt wird, bis vorne die Sehne stoppt. Das ist für eine Bauweise von 63 cm schon echt wahnsinnig gut. Verglichen mit der Mission Sub 1, die ist ungefähr 17 cm länger in der kompletten Bauweise und hat einen Powerstroke, der nur, ich glaube, nicht mal 5 cm länger ist. Das heißt, trotz dieser 20% unterschiedlichen Baulänge kommen die fast auf die gleiche Geschwindigkeit bzw. Beschleunigungsweg für den Bolzen. Wo wir schon von der Bolzengeschwindigkeit sprechen, die liegt hier bei der X1 bei 405 FPS, was schon echt brutal schnell ist. Aber ich denke, die technischen Daten könnt ihr euch im Grunde durchlesen. Wir gucken mal weiter, was hier mit dem Paket ist. Das ist einmal ein ganz standardmäßiger Köcher für die Bolzen. Eine kurze Anleitung, die sehr, sehr kurz gehalten ist. Aber ich denke mal, dass das doch einiges selbsterklärend sein wird. Wir haben hier drei Hyperbolzen, 20 Zoll. Und laut Beschreibung sollen da auch noch die Feldspitzen mit bei sein. Gucken wir mal. Hier ist noch ein Täschchen. Oh, mit dem Werkzeug mit drin. Ich gucke mal rein. Wir haben hier einmal Rail Loop, also das heißt hier Schmiere für den Lauf. Ganz, 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 ganz wichtig und vor jedem ersten Schuss immer auf die Schiene von der Armbrust schmieren, sonst riecht hier so wie Feuerstein quasi. Wenn man so zwei Feuersteine aneinander haut, dann riecht das so verbrannt. Und so riecht das dann auch, wenn man das nicht gut drauf schmiert. Also das ist ganz, ganz wichtig. Büroklammer mit drin. Dann Owner's Instruction Manual, also die Bedienungsanleitung, noch mal ein bisschen ausführlicher für die Geduldigen. Wahrscheinlich auf Englisch bzw. amerikanisch gehalten. Ein paar in 6-Kant-Schlüssel, um alles zu montieren. Hier ist noch mal extra einer. Das Spannseil. Hier sind die Feldspitzen, 3 Stück, also für jeden Bolzen ein. Fühlt sich, ich glaube, es sind 100 Grain-Spitzen und die Halterung für den Köcher mit einer Halterung für eine Picatinny-Schiene habe ich hier vorne. Also ist voll mit Picatinny-Schienen, das finde ich sehr gut. So, dann ist hier noch ein kleiner Karton drin. Zack.
Zack, zack. Abgeklappt. Und in diesem kleinen Karton ist die Kurbelspannhilfe, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ich glaube, die Dinger heißen Crank oder sowas. Soll lautlos sein. Hier ist die Kurbel dazu. Kann ich hier hinten ansetzen, vorne die Sehne einhängen und dann kurbeln, bis die Armbrust gespannt ist und das Ganze lautlos. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, weil ich kein großer Fan von Geräuschen immer bin bei irgendwelchen Sachen. So, und dann als letztes haben wir hier kleine Knopfzelle. Finde ich auch immer sehr schön, wenn man irgendwie was geschickt bekommt und wirklich das so vom Lieferumfang her ist, dass man mit dem Ding arbeiten kann. Hier ist das Zielfernrohr, Lumix Speedring 1 bis 5x32 IRE. Das ist beleuchtet. Ich schätze mal, es sieht aus, als wenn es zweifarbig ist. Das muss ich dann mal gucken. Ich gehe mal davon aus, rot und grün. Oben hat es hier eine Skala drauf, wo ich die FPS einstellen kann. Da würde ich jetzt erstmal auf 405 gehen. Ich schieße die Armbrust dann mal durch den Chrono und gucke, wie viel sie wirklich schießt. Hier auch wieder mit Picatinny-Montage, sodass ich das hier oben dann drauf montieren kann. Dann sage ich gleich noch was zu. Und auch dafür gibt es eine Bedienungsanleitung, ein Innensechskantschlüssel zur Montage, ein Mikrofasertuch, um das Glas sauber zu halten. Ist wichtig, gerade wenn man so ein bisschen gegen das Licht schießt oder so, dann brechen sich in den kleinen Partikeln auf der Linse, brechen sich die Sonnenstrahlen und dann ist es schön, wenn man das mal sauber wischen kann. Und hier wieder eine kleine Anleitung. So, ich habe jetzt hier Armbrust noch mal in der Hand. Im Grunde, also ist wirklich kurz gehalten. Das gefällt mir gut. Und was mir auffällt ist, hier, ich gebe kaum Druck drauf, die ist dermaßen gut ausbalanciert. Das finde ich richtig gut. Das ist immer schwierig von den Bauweisen her mit den Limbs. Und ich kann auch verstehen, dass das dann halt kopflastig wird. Aber im Vergleich jetzt, sage ich mal, zur Mission Sub 1, die ist wirklich, also da habe ich echt Probleme auf Dauer, die Armbrust so in der Waage zu halten. Also wenn ich die ohne Riemen trage und mal zum Schießen gehe und sie in der Hand habe, merke ich schon, dass das irgendwie unangenehmes Gefühl ist, sie zu tragen. Und bei der hier, also das merkt man fast gar nicht, dass da ein bisschen Kopflastigkeit ist. Die Größe, man sieht es wahrscheinlich, die ist also echt kompakt und auch von der Breite der Cams, sie hat, glaube ich, lass mich überlegen, ich glaube 16 cm im gespannten Zustand von Achse zu Achse. Das ist wirklich schmal. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie ich hier die Schiene schmieren soll. Ich gehe mal davon aus, dass ich da einen Q-Tip mitnehme und dann das Rail-Loop auf die Schiene schmiere. Aber ich denke mal, dafür gibt es eine Lösung. Ja, was kann ich zu der noch sagen? Beim Spannen, sie hat am Ende ein 50%iges Let-Off, die Armbrust. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass sie keine Möglichkeit hat, wenn ich die Armbrust gespannt habe, muss ich immer den Bolzen schießen, wenn ich die Armbrust entspannen will. Das heißt, ich habe keine Decock-Möglichkeit, also zum Entspannen. Ich sag mal so, ich bin ein Scheibenschütze, ich stehe draußen, schieße auf der Scheibe und wenn ich die Armbrust entspannen will, schieße ich nochmal kurz auf die Scheibe. Ist kein Problem. Wenn ich jetzt irgendwo damit jagen gehen würde, was für mich ja absolut keine Rolle spielt, würde ich mich darüber ärgern, weil ich gehe mal davon aus, dass wenn der Amerikaner mit dem Gerät mit der Armbrust jagen gehen möchte, wird er nicht jedes Mal was schießen und dann sitzt er immer da und muss nochmal irgendwie ein Ziel aufbauen, da drauf schießen oder so ein Entspannpfeil sich suchen und damit schießen. Das wäre blöd. In meinem Fall ist das völlig irrelevant, weil ich schieße einmal noch einen Bolzen auf die Scheibe und dann habe ich meine Armbrust entspannt. Die Schaftbacke ist mit einem weichen Gummi-Schaumstoff bezogen. Da bin ich mal gespannt, wie langlebig das ist, wenn man hier immer die Wange dran schmiert. Aber macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Kann man hier hochklicken, dann sieht man mal, wie weit die Sehne nach hinten gezogen wird. Also wirklich fast kurz vor der Schulter. Ich hänge schon mit dem Wangenknochen dran. Bin ich natürlich hier geschützt. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie die sich schießt. Ich werde sie jetzt mal zusammenbauen. Beziehungsweise ich zeige euch noch mal kurz das Glas, was jetzt drauf kommt.
Das ist das Glas. Wie gesagt, hier oben hat es die Einstellung für die FPS. Finde ich ganz gut, um es voreinzustellen. Für die Feinjustierung muss ich immer noch ein bisschen selber machen, aber das kriegen wir hin. Stellen wir gleich an. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Armbrust einschießt, dann müsst ihr einfach mal in einen der anderen Videos von mir gucken. Da erkläre ich das lang und breit. Ist bei jeder Armbrust, die ein variables Glas hat, gleich. Zusammengebaut innerhalb von wenigen Handgriffen. Im Grunde war es nur das Zielfernrohr, was ich draufsetzen musste. Den Köcher habe ich erstmal groß abgelassen, musste nur an den Bolzen die Spitzen drauf montieren. Und jetzt gehe ich mal raus und werde das Gerät schießen und testen. Nehme hier den Crank mit. Funktioniert super einfach und super leise. Ich habe gerade schon mal Probe gedreht. Insofern, let's go! Gewachst, die Schiene ist gewachst. Jetzt steht der erste Schuss an. Ich habe jetzt erstmal mit dem Crank gespannt die Armbrust, packe jetzt mal so einen Bolzen hier rein. Ich gehe mal davon aus, das rote Vane nach oben sitzt. Und ja, Crank kurbeln war lautlos. Ist aber, also man sollte die Armbrust auf den Fußboden stellen und sich in den Bügel reinstellen, damit man wirklich vernünftig kurbeln kann, ist lautlos, funktioniert top. Beim Spannen der Armbrust immer darauf achten, dass die Haken von oben eingehakt werden. Ich nehme jetzt so beide Finger. Das merkt man natürlich erst nach ein paar Schuss, wie das denn genau funktioniert. So, zieh das durch, hake den ersten ein und dann korrigiere ich hier oben mit der Kurbel schon mal ein bisschen mit der Hand fest. Dann klemme ich das ein. Zack und kurbel. Wenn ich jetzt am Ende bin, dann gebe ich noch mal ein bisschen Spannung drauf, drücke hier diesen Daumenbolzen hoch und dann drehe ich rückwärts, dass sich die beiden Haken entspannen. Mache da zwei Umdrehungen und dann kann ich die so seitlich rausziehen, das hier abmachen. Das sitzt noch sehr stramm, ist allerdings ja auch neu. Klappe hier den zu und dann ist die Armbrust gespannt und jetzt geht es ans Pfeilladen. Den Pfeil packe ich rein mit der Leitfeder, hätte ich jetzt bald gesagt, nach oben und dann ist der Widerstand relativ hart. Wenn man jetzt mal oben auf den Pfeil achtet, dann geht er jetzt nochmal einen Schritt zurück. Das liegt daran, dass hier eine Sicherung unten am Schaft ist, die ich betätigen muss. Also ich muss den nach oben drücken und dann rutscht der Pfeil rein und dann ist er eingeklemmt hinten und ich kann entsichern. Bevor ich nicht den Pfeil richtig drin habe, kann ich nicht entsichern. Das ist die Sicherung, damit ich nicht ohne Pfeil oder ohne Bolzen in dem Fall schießen kann. Also ich werde jetzt mal den ersten Schuss machen, gucken mal, ob die Sicherheit ist gegeben und dann kann es losgehen. Im Grunde haben wir jetzt alles getestet. Jetzt schieße ich mal durch den Chronographen und schaue, ob die 405 FPS auch eingehalten werden.
393 FPS beim ersten Schuss. Das ist schnell. Ich habe die Armbrust jetzt geschossen auf bis zu 70 Meter. Ist sehr präzise. Ich muss mich natürlich mit einfuchsen, dass ich jetzt auf Anhieb da ein Zollgruppen schieße, ist unrealistisch. Aber die Gruppen sind schon sehr, sehr gut. Die Bolzen sind sehr präzise. Was ein bisschen schade ist, beim ersten Schuss, 20 Meter, da ist die Armbrust ja noch nicht eingeschossen, ist einer daneben gegangen. Den hat es natürlich komplett zerrissen. Den muss ich jetzt irgendwie neu befiedern, sag ich mal. Und da muss ich mal gucken, ob ich das so wieder hinkriege. Aber ich denke, das sollte zu retten sein, der Bolzen selbst heile. Ansonsten, sie schießt sich sehr angenehm, hat ein paar gute Features. Was gewöhnungsbedürftig ist, ist, dass man mit den Q-Tips eben die Schiene wachsen muss, beziehungsweise es gibt auch so ein paar Tuben, die haben so eine ganz spitze Pipette quasi vorne dran. Die würde ich hierfür empfehlen. Die Armbrust ist enorm kurz, führig, wird nicht schwer, kippt nicht nach vorne, lässt sich super halten. Super schnell, ist relativ leise. Ich habe sie mir leiser vorgestellt, aber ja, ist jetzt auch nicht störend. Das Zielfernrohr finde ich ganz gut. Leider hat es keine Meterangaben auf den Punkten. Es geht top einzustellen und der Abzug zum Abzuggewicht, der ist mit 3 Pfund angegeben. Ich habe es jetzt nicht nachgemessen, aber was mir auffällt, ist, dass er wirklich gut kommt. Ich muss nicht drücken und verreiße damit nicht. Also der kommt butterweich. Das gefällt mir sehr. Was auch gut ist, ist, dass ich hier vorne diesen Bügel habe. Den kann ich im Grunde als Zweibein vorne nutzen. Das ist nicht schlecht. Beim Kurbeln mit dem Crank stelle ich den Bügel auf, gehe da mit dem Fuß rein, kurbel und dann ist die Armbrust gespannt. Geht automatisch in die Sicherung. Das finde ich immer super. Ja, ansonsten ist es ein tolles Gerät. Die Bullpop-Bauweise macht sie extrem kurz, dadurch, dass eben der Lauf nach hinten geht. Insofern, ja, ich sag mal, ist eine Armbrust der mittleren, oberen Preisklasse, die ihr Geld auf jeden Fall wert ist und Spaß macht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen da, ein Like da. Folgt auf jeden Fall der Bogensportwelt, falls ihr mehr über Bogen, Pfeile, Armbrüste und sonstige Spaßutensilien wissen wollt. Und was mal interessant wäre, ist, was ihr für Armbrustmodelle mal getestet haben wollt. Schreibt es auch mal in die Kommentare. Vielleicht lassen sich da ein paar Videos realisieren. Bis dahin, viel Spaß. Nutzt noch das schöne Wetter und den Herbst. Und ich werde jetzt auch noch ein paar Pfeile fliegen lassen. Und Spaß mit der Killer Instinct SWAT X1 haben. Macht's gut.